Hallo Kelly, aka Mrs. Wheelock hier. Gott, war das doof. Und willkommen zu Kelly kommentiert Kommentare. Letztes Mal habe ich euch nach den besten Überlebenstipps für die Schulzeit gefragt, weil ich eine gute Seele bin und den kleinen Menschen da draußen helfen will und weil ich mich nicht erinnern kann, wie ich das geschafft habe. Ich weiß gar nicht, wie ich es allgemein schaffe zu überleben. Aber das ist ein anderes Thema. Die Schulzeit ist für den einen oder anderen schwer oder lästig. Doch aufgepasst! Hier wird euch garantiert geholfen. Jedes meiner Videos ist hilfreich fürs Leben. Solange ich das nur immer wieder sage, glaubt mir das irgendwann jemand. Her mit den Tipps! Einfach gar nicht erst hingehen. Ich habe euch nach Tipps zum Überleben gefragt, nicht nach Tipps, die euer Leben zerstören. Die könnte ich euch alle selbst aus eigener Erfahrung geben, da brauche ich keine Kommentare dazu. Ich meine, guckt mal, was ich tue. Guckt, was ich hier tue. Oh. Aber es scheint wohl auch Menschen zu geben, die absolut zufrieden damit sind, als Penner in der Gosse zu leben, ohne Geld und ohne Freunde und ohne Familie, weil man sich nicht in die Gesellschaft eingegliedert hat. Ich meine, es gibt natürlich Fälle von Leuten, die nicht ihr ganzes Leben komplett zur Schule gegangen sind und aus denen trotzdem was geworden ist, aber wenn du dir das schon als Ziel setzt, dann klappt's nicht, glaub mir. Dann landest du definitiv als Penner in der Gosse. Nichts gegen Penner in der Gosse. Hab immer ein leeres Pack Kaugummis dabei, damit du sie zeigen kannst und sagen, oh, das war der letzte. Wenn du nicht so selbstsüchtig wärst, könntest du sie zu deinem Vorteil nutzen. Wenn du Kaugummis dabei hast, bist du der Held der ganzen Klasse. Jeder ist plötzlich dein Freund, auch wenn der Nachteil ist, dass man sich ein bisschen fühlt wie ein Drogendealer. Ey, pst! Aber du bist einfach der Mafia-Boss deiner Klasse. Habe ich das jetzt wirklich getan? Das wird 80% von euch nerven in diesem Video. Aber da seht ihr mal, warum das euer Lehrer nicht will, dass ihr im Unterricht Kaugummi kaut. Ich hätte auch keinen Bock drauf, eine Stunde auf 30 pubertierende Wesen hinabzublicken, die mich so anstarren. Klingt jetzt komisch, aber wenn man in der Schule auch mal zuhört und mitmacht, dann geht die Zeit auch schneller um. Buh, kommt gar nicht in Frage. Next. Schulüberlebenstipp, Essen. Nimm immer Essen mit, sonst bist du tot. Tot! Okay? Okay. Oh mein Gott, ja. Eins der schlimmsten Dinge war in der Schule zu hungern und die letzten Cent zusammenzukratzen, damit man sich gerade noch so eine Laugenstange für 80 Cent kaufen kann. Ich hatte Durst, ich hatte Hunger. Ich wollte mir jede Freistunde einen Kakao kaufen, aber hab morgens immer vergessen, mir genug Geld mitzunehmen. Weil ich beschäftigt war mit anderen Dingen wie extra früh aufstehen, um noch schnell in der Schule Hausi zu machen. Wenn du am Abend davor, während du eigentlich Hausaufgaben machen solltest, dir vornimmst, am nächsten Morgen extra früh aufzustehen und sie dann noch zu machen oder sonstiges, dann ist es bereits zu spät, denn dann hast du schon verloren. Wenn du so konsequent bist, am nächsten Morgen früher aufzustehen, dann bist du automatisch auch konsequent genug, um die Hausaufgaben am Abend davor zu erledigen. Klappt nicht zusammen, glaubt mir. Es spricht eine alte Frau, seht ihr, ich habe Lebenserfahrung. Weiße Haare. Läuse auf Amazon bestellen, sie in der Schule freilassen und nach 3 bis 4 Tagen wird die Schule gesperrt. Okay, calm down. Das scheint jetzt in manchen den Das ist es! Moment zu erwecken, aber ich muss euch enttäuschen, das ist keine dauerhafte Lösung, denn irgendwann sind diese ganzen Läuse auch wieder weg. Das gleiche gilt mit Schule in Brand setzen, Amokläufen, nicht mal dem Lehrer aufs Pult kacken hilft. Was Schüler aus meinem Jahrgang tatsächlich getan haben. Und das ist kein Witz. Hilft alles nichts. Ihr müsst durch. Zerstörerische Absichten helfen leider auch nicht, wie Stuhlbowling. Man stapelt die Stühle so hoch wie möglich auf den Tisch. Danach nimmt man einen Stuhl und wirft ihn gegen die anderen. Ich habe ja aus eigener Erfahrung festgestellt, dass die Leute unglaublich kreativ werden, was ihre Umgebung betrifft und wie sie sie nutzen können, um sich selbst zu unterhalten während der Schulzeit. Weil sogar auf eine weiße Wand starren interessanter ist, als dem Lehrer zuzuhören. Was, seien wir mal ehrlich, meistens der Fall ist und da kann niemand dagegen was sagen. Man kann sich einfach nicht für alles interessieren. Aber sowas! Die Jugend von heute. Ich glaube, wir haben auch sowas gemacht. Damals, 1980, als es noch keine Smartphones gab. Ich tue so, als wäre ich mega alt. Ich bin 22. Ich bin aber eine alte Seele.
Bitches! Okay, das war's also zum Thema der jüngeren Hälfte des Menschenlebens. Weiter geht's mit der Frage für nächste Woche. An was für Wahrheiten hast du als Kind geglaubt, die sich im Erwachsenenalter als kompletter Bullshit rausgestellt haben? Schreib deine Antwort in die Kommentare und damit du nicht verpasst, wie du in der nächsten Folge bist, kannst du auch abonnieren. Denn die nächste Folge kommt am nächsten Dienstag und zwischendrin am Donnerstag und am Sonntag kommen auch noch Videos. Falls ihr Bock habt, schaltet, klickt, macht euren WLAN-Router an und macht Party! Woo! Tschüss!